Was ich dennoch als unangenehm empfinde, ist, dass wenn ich durch Brennpunktstraßen in größeren Städte laufe. Hallo meine Lieben, das ist Lisa Schäfer. Lisa ist 23 Jahre alt und Verwaltungsfachangestellte und Kommunalpolitikerin der CDU. Sie war zu Gast bei Hart aber fair und ihr habt den Anfang schon gehört. Sie hat von ihren Ängsten, von ihren Sorgen und Nöten gesprochen, wenn sie alleine als Frau, als junge, als hübsche Frau durch Brennpunktstraßen in Deutschlands Großstädten geht. Ich finde es ja schon mal gut, dass sowas im deutschen Fernsehen endlich mal angesprochen wird. Kommt selten genug vor. Doch darum soll es in diesem Video gar nicht gehen, sondern es geht um die Reaktion des Hart aber fair Moderators Klamroth. Denn die war skandalös, wirklich ekelhaft skandalös, meine Lieben. Und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Für loslegen, meine Lieben, folgt uns nicht nur auf Telegram, auch auf Twitter. Twitter ist nämlich das neue, das alte, neue, große Ding. Ich garantiere euch, da wird es in Zukunft richtig gut abgehen und zwar in unserer Richtung. Deswegen folgt mir und auch dem Deutschlandkurier eben nicht nur auf Telegram, sondern auch auf Twitter. Ganz, ganz wichtig. So, und nun schauen wir noch mal ein bisschen weiter rein. Und mir junge Männer, deren Sprache ich teilweise nicht mal verstehe, Sprüche hinterherrufen. Da entsteht schon ein Gefühl der Unsicherheit. Das nennt man Catcalling, wird ihnen dann hinterhergerufen? Ja, Catcalling, meine Lieben, ist ein neuer Begriff für eine uralte Sache. Ich erinnere mich, ich bin als kleiner Junge mal an der Hand meiner Mutter an einer Baustelle vorbeigelaufen. Und da hat ein Bauarbeiter, oder vielleicht auch zwei, ich weiß nicht, meine Mutter war sehr hübsch damals, ihr hinterhergepfiffen. Und es war auch völlig in Ordnung. Sie hat gelächelt, sie hat sich gefreut. Der Unterschied ist nur, es blieb damals dabei. Es hat keine Konsequenzen nach sich gezogen. Und wenn Catcalling das wäre, was die Lisa hier beschreibt, dann hätte sie auch kein Problem damit. Aber das ist es nicht. Wie gesagt, das sind überwiegend junge Männer, deren Sprache ich nicht mal verstehe. Zum 100. Mal die alte Leier. Ich habe 3 Jahre in Neukölln gelebt mit einer hübschen jungen Freundin mit großen Brüsten. Sie konnte sich nicht erwehren, weil sie lief sowieso immer nur mit Kopfhörern rum, damit sie so tun konnte, als ob sie das nicht mitbekommt. Aber du hattest eben keine Chance. Wenn du arrogant geworden bist, wurdest du beschimpft als Schlampe, Hure, dies, das. Bist du halbwegs nett gewesen, bist du sie nicht mehr losgeworden, weil sie es nicht verstanden haben. Du hast also als Frau überhaupt keine Chance, aus so einer Nummer halbwegs unbeschadet rauszukommen. Ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Es fühlt sich einfach nicht gut an, es ist einfach kein schönes Gefühl, man fühlt sich nicht sicher. Und noch was, Freunde, es ist völlig egal, es ist wirklich völlig egal, wie viele Frauen von den üblichen Verdächtigen in Deutschland vergewaltigt wurden oder umgebracht worden sind. Selbst wenn es keine einzige war, die vergewaltigt wurde oder die umgebracht wurde, spielt das überhaupt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Es geht um die sogenannte gefühlte Sicherheit. Eine Frau, egal ob deutsch oder nicht, ob weiß, schwarz, gelb, rot, völlig egal, hat sich in jeder gottverdammten Straße in Deutschland sicher zu fühlen. Und nicht unsicher, nicht mit so einem beklemmenden Gefühl, kann ich da jetzt reingehen, wechsle ich lieber die Straßenseite, rufe ich meinen Freund an, damit ich notfalls um Hilfe schreien kann. Bei meiner damaligen Freundin immer war, ich musste sie auch immer abends von der U-Bahn abholen. Ich habe es ja schon so häufig erzählt, Freunde, ihr wisst das, wenn ihr mir regelmäßig zuschaut, aber es passt halt hier gerade so wunderbar. Ich will gar nicht sagen, sprechen Sie kein Englisch? Nein, das ist auch kein Englisch. Ich spreche Englisch und Deutsch, aber das sind eben andere Sprachen. Sprechen Sie kein Englisch. Das ist alles, das diesen Insel Klamroth dazu einfällt. Ja, ich nenne ihn einen Insel. Gut, er ist mit der Luisa Neubauer ist sie zusammen. Aber es glaubt doch keiner.
dass so ein Typ, so eine Lusche, so eine hübsche Frau wie die Neubauer bekommen hätte, wenn er nicht vorher schon prominent gewesen wäre als Schauspieler und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich kenne den Jungen seit, keine Ahnung, 30 Jahren oder so. Er war ein Kumpel von meinem Sohn. Er war der klassische Volltrottel als Junge. Und er ist immer noch ein Volltrottel. Aber wie kann man so sein? Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich hat er vorher schon Hass auf die Lisa gehabt, weil sie halt eine CDU-Politikerin ist. Aber wie kann man auf der einen Seite sich so links verorten und... Und das ist ein gewisses Klientel und ich habe auch viele Freundinnen, denen es eben genauso geht. Und ich bin auch sicher, der sieht sich selbst als Feministen, als einen männlichen Feministen. Und dann reagiert er so, sprechen Sie kein Englisch. Und er hat sie ganz bewusst missverstanden. Er wusste natürlich ganz genau, was sie meinte. Ja? Und ich glaube, wir müssen auch darüber reden, dass wir eben versuchen in diesem Land, ein Teil der Männer, die wir integrieren wollen, die hier eben mit einem komplett anderen Frauenbild herkommen. Und nehmen wir ihn mal ernst. Nehmen wir mal ernst. Was würde es denn nützen? Was würde es nützen? Ich habe es doch gerade erklärt. Wenn die Frauen ins Gespräch gehen mit denen, verstehen die das falsch, denken, die wollen was von mir und dann wirst du sie überhaupt nicht mehr los. So einfach ist das. Lisa Schäfer hat gegenüber Bild erklärt, ich habe sofort gemerkt, jetzt habe ich ein Tabuthema angesprochen. Oh ja, sie ist sauer. Das Thema, dann auch noch ins Lächerliche zu ziehen, verhöhnt all die Frauen, die Ähnliches erlebt haben. Ja, meine liebe Lisa, Ähnliches oder auch noch viel Schlimmeres, vergewaltigt worden, umgebracht worden, haben wir alles schon erlebt oder geschlagen worden. Das Gute ist, Klamroth kriegt richtig auf die Fresse aktuell von diversen Parteien, hier Junge Union, FDP, AfD ja sowieso. Ja, und auch bei Twitter erlebt er den Shitstorm seines Lebens, bereits fast 5000 Tweets. Wie gesagt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, schaut da mal vorbei bei mir, beim Deutschlandkurier, ganz, ganz wichtig. Also ich finde, dieser Mann hat wieder einmal den Boden der Neutralität verlassen. Wir kennen ja sowieso seine politische Einstellung. Er hätte niemals Moderator von Hart, aber fair werden dürfen. Was sehnt man sich nach dem Plasberg zurück? Und der Plasberg war jetzt auch kein Gigant, aber im Vergleich zu diesem Wurm, meine Lieben, gibt's doch gar nicht. Haut rein, macht weiter und bis später.